Hallihallo, der Marc vom Piercing Studio Wien hier, grüß euch. So, ich komme zu euch in einem ganz aktuellen Anlass aus meinem Urlaub. Wir hatten ein Problem. Einer hat sich bei uns auf der YouTube-Seite ein Video runtergeladen. Ein Video, wo wir eine Kundin im Piercing stechen an den Brustwarzen. Und dieses Video hat der Lustige oder die Lustige bei einer Pornoseite hochgeladen. Und sich gefreut, mit einem anderen Titel hier Klicks zu kassieren und natürlich auch Kohle zu kassieren. Als Uploader und hat das als seinen eigenen Content ausgegeben. Natürlich haben wir das dank euch, dank ein paar Leuten, die mir das sofort geschrieben haben, rausgefunden, was die Dinge aufsetzen, ich blende jetzt hier weg, und haben sofort dann reagiert und haben dann sofort den Stecker gezogen, die Notbremse gezogen und gesagt, okay, pass auf, wir schreiben die Seiten an und verbieten sofort die Veröffentlichung von diesem Video. Und es hat auch geklappt, es war nach ein paar Minuten unten. Ich möchte euch nur wirklich bitten, wenn sowas passiert, dass ihr mir das sagt, dass wir agieren können, dass wir da schnell wie möglich sowas abstellen. Das kam jetzt in der ganzen Zeit noch nie vor. Wir gehen damit sehr offen ehrlich um. Die Kundin war auch sofort informiert. Der war das auch scheißegal, weil letztlich, ob es jetzt bei YouTube gespielt wird oder dort, ist vollkommen egal. Aber es ist natürlich trotzdem ein ungutes Gefühl und es ist eine ganz krasse Copyright-Verletzung gegenüber mir und natürlich der Kundin selbst. Und wird natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Also das wird natürlich angezeigt oder wurde und unsere Anwälte waren da sehr schnell und sind da auch dahinter. Also ich würde euch bitten, wenn ihr sowas nochmal habt, dass ihr mir da wirklich Bescheid sagt und mir da ein zeitnahes Feedback gebt, dass wir dann sowas in Zukunft verhindern und auch dank eurer Mithilfe möglichst schnell wieder aus dem Netz kriegen. In diesem Sinne danke euch und ich werde jetzt nochmal auf die Piste gehen, das schöne Wetter genießen und ein paar Sprünge machen. Ich zeige euch mal kurz, wie das so geht und ausgeht. In diesem Sinne, bis bald im Studio.